kommt jemand mit. Schnell weg. Schnell die Kamera hier einpacken. Und weiter geht's. Okay. Luft wieder rein. Ja, Leute. Wir haben Eingang gefunden. Wir sind jetzt hier in einem Vorgebäude von diesem Lost Place. Soviel ich weiß, war das hier früher mal ein alter Bahnhof. Und dann schauen wir uns jetzt hier mal ein bisschen um. Ja, Leute, hier geht's in den Keller. Nee, da werde ich jetzt nicht runtergehen, Leute. Der bricht sich gleich noch die Beine hier. Jo, ich denke mal. Und dann haben wir Platz frei bei Back to the Woods. So, Leute, hier haben wir die erste Halle. Von diesem doch recht, ja, ich würde sagen, nicht allzu großen Komplex, aber trotzdem sehr interessant. Die alten Gemäuer hier. Wir sehen hier noch überall so Stahltore. Ja, nicht schlecht. Ja, dann gehen wir jetzt mal weiter schauen, was es hier noch so gibt. Wir werden sehen. Wir lassen uns mal einfach überraschen. Ich hoffe, ich bin jetzt im Bild. Ich habe leider den anderen Monitor jetzt nicht dabei. Hier sind auch riesen Löcher überall in den Wänden. Dort. Die Natur hat sich hier mittlerweile alles zurückgeholt, Leute, seht ihr das? Hier wachsen richtig Bäume. Und das muss schon Jahre leer stehen, wenn nicht Jahrzehnte. Die Bäume sind hier schon teilweise größer als ich, viel größer. Ist schon fast ein Gewächshaus hier. Und hier zwischen standen wahrscheinlich früher die Züge und wurden beladen. Von rechts und links. Mal hier das Dach an. Das wirkt richtig nice. Da waren oben Scheiben und wahrscheinlich dazwischen noch mal Milchglas, damit das Licht recht gleichmäßig ist. Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Ja, Leute, jetzt geht es hier doch mal in den Keller und schauen wir mal, was hier unten so ist. Oh, hier standen irgendwo die Isel. Da sind die Tanks. Guck mal, Leute. Hier sind die Tanks. Die werden aber wahrscheinlich leer sein. Boah, stinkt das. Mal gucken, ob hier noch was drin ist. Die werden wohl leer sein. Ja, die sind leer, Leute. Also kein Auto voll tanken. Boah, ekelhaft. Da sind die Tanks für Heizung. Hier ist noch so eine alte Kabeltrommel. So ein Ding hätte ich gern für den Garten oder so als Tisch. Schöne Spule. Geht's da weiter, da links? Genau. Du hast was Gutes erwähnt. Für den Garten wäre das echt schick, ne? So als Tisch für Küche oder sowas. Schauen wir mal, was ist das hier? Hier stehen noch, hier liegen so Transportwagen. Transportwagen? Wagen? Korrigiert mich.
die konnten wahrscheinlich früher hier rumgeschoben werden. Räder sind aber hier keine mehr drunter. Oder die waren auf der anderen Seite. Ich habe keine Ahnung. War hier, oh, noch eine Riesenhalle, Leute. Schaut euch das mal an. Eine alte Kiste. Wir sehen hier eine alte Holzkiste. Leute. Da liegen Autoreifen rum. You have the sweetest sound ever seen. Ah ja. Ready for the Mosfet Shake Bra. Aha. Die Ellie war auch schon hier. Leute, da. Wer auch immer Ellie ist. Hier geht's wohl noch eine Etage tiefer. Hm? Was sagst du? Willst du da runter gehen? Warte, was? War wahrscheinlich auch der Motor hier. Der hat den wahrscheinlich mit einer Stange hochgedrückt, oder? Weil Seile. Was ist das? Eine Dose. Schwach. Ist die jetzt nicht auf? Ja, Leute, wie ihr vielleicht schon bemerkt habt, sind die Videoaufnahmen mittlerweile alle ein bisschen rüger geworden. Das liegt daran, dass ich mir ein Gimbal zugelegt habe. Über den Gimbal gibt es demnächst auch noch mal ein Tutorial und Review. Und dann wisst ihr auch, welches Gimbal das ist. So, hier wird es wieder dunkel. Bis gleich. Oh, hier geht's tief, ne? Ja, Vorsicht. Nass. Boah, das war echt tief, Leute. Ja. Also wer hier reinfliegt, der ist erstmal weg. Aber Seiten hin nicht. Das ist einfach nur ein Wartungsschacht. Da konntest du wahrscheinlich irgendwie. Ob hier mit dem Auto rein konntest sein vielleicht? Nee, jetzt das passt nicht. Ja, dass die Loren hier drüber gestellt wurden. Aber was ergibt sich? Nein, das geht nicht. Also du kriegst Loren ja nicht hier runter. Wofür brauchen wir? Loren werden hier nicht benutzt, nee. Weil hier gibt es bei Loren werden mit Silos gefüllt. Aber guck mal, hier liegt so ein alter Wagen oder sowas. Das ist definitiv ein altes Wägelchen. Wofür auch immer. Passt hier bloß auf den Boden auf. Ne? Leute. Technisches Hilfswerk. Hier hat auch das THW wohl schon Übungen gemacht. Ja. Die wurden hier rumgelegt. Genau. Vermute ich mal, dass das wirklich eine Art Wartungsschacht war, zwar nicht für Rohrsysteme oder so, sondern ja, Leute, wo ihr natürlich immer darauf achten solltet bei solchen Lost Place Ausflügen, ist zu einem die Decke und immer auch den Boden im Blick haben. Schnell in alten Gemäuern sind Böden vielleicht mal morsch oder nicht mehr ganz so standfest, dann bist du schnell mal eine Etage tiefer. Und das wollen wir alle nicht. Aber auch, wie gesagt, immer nach oben gucken. Ich zeige euch jetzt mal hier die Decke. Und wie ihr sehen könnt, ist hier schon teilweise alles kaputt. Da kann natürlich immer mal was runterfallen und dann habt ihr natürlich Pech gehabt.
So, wir gehen nochmal zurück und suchen erstmal die anderen. Ich glaube, hier die Seite von der Halle haben wir dann auch soweit durch. Aber wir schauen dann mal, ob wir noch was Tolles entdecken. Ja, Leute, ihr seht das hier hinten, dort hinten im Hintergrund sind wahrscheinlich damals die Züge reingefahren. Da waren wahrscheinlich zwei Gleise drin, würde ich annehmen, bis hier vorne. Und hier ist aber nochmal so eine Art Grube, wo Züge reingefahren sind. Die Frage ist nur, wie sind die von dort hinten, von rechts hinten, zu der anderen Seite gekommen? Ob man hier diese Brücke hochklappen konnte, wie eine Brücke in Venedig oder in Holland, kennt man das ja. Das würde mich jetzt noch interessieren. Ich gehe jetzt mal hier die Treppe runter und schauen wir uns das Ganze von unten an. Das sieht aber nicht so aus, als wenn man das klappen konnte. Ja, ich habe gerade auch schon vermutet, dass man das vielleicht hochklappen konnte, um das durchgängig zu machen für Waggons. Ja, genau, das habe ich auch gerade überlegt. Hier ist sowas wie ein Schaltraum, hier, unter der Erde. Aber hochklappen war da nichts, glaube ich. Wenn du überlegst, ist doch hier gezeigt, ne? Ja, eben. Ich brauche mal Licht. Da habe ich meine Taschenlampe. Ich und meine Taschenlampe. Doch, man konnte es heben. Man konnte es heben. Ja. Da sind Gelenke drin. Also definitiv konnte man hier diese Brücke, sage ich mal, nach oben bewegen, um ja, damit hier ein Zug weiter durchfahren kann zum Beladen. Hier sind auf beiden Seiten solche Schalträume und ja, da ist kein Gitter vor, hier kann man es dann glaube ich besser sehen. Da sind die Wellen, wo dann die Brücken mit angehoben worden sind. Da oben ja schon sehen könnt oder auch nicht, ist zu weitwinklig. Das hier war Gleis 7 und Gleis 6. Da hinten Gleis 8, Gleis 9 und dann noch mal Gleis 10 und das war's, 10 Gleise. So Leute, ich glaube, wir haben hier soweit alles durch. Wir gehen jetzt aber noch mal da hinten in den Verwaltungstrakt und schauen uns da auch noch mal um. Boah. Ihr könnt hören, hier ist auch noch direkt 100 Meter weiter ist noch sind noch Gleise und da ist auch noch reger Betrieb. Oh, da oben, da war wohl mal eine richtig alte Uhr drin. Ich mach da hoch. Da. Ah, und jetzt habe ich die Drohne nicht dabei. Hier könnte man richtig schön mit der Drohne rumfliegen. Nächste Woche. Aber man kann ja nicht immer alles mitschleppen, ne? Leute, wir sind jetzt am Verwaltungsgebäude angekommen. Dann gehen wir jetzt da noch mal rein und schauen, was es da noch so zu entdecken gibt. Viel wird es nicht sein, ist schon alles sehr gerockt, aber wir gehen trotzdem gucken.
Und hier geht es noch eine Etage hoch. Da schauen wir auch mal. Geht noch höher. Krass. Habe ich heute wieder ordentlich Schritte gemacht, ey. Ja, Leute, ich kann euch jetzt leider nicht hier aus dem Fenster die Aussicht zeigen. Das sind direkt Autobahnschilder, wo die Location quasi zu sehen ist, wo wir uns hier befinden. Und das wollen wir ja nicht. Steht noch ein alter Schaltschrank oder sowas. Ja, auch völlig zerstört. Polizeiabsperrung, ne? Oder so. Ja Leute, das war der alte Güterbahnhof. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben, gerne kommentieren und wir sehen uns dann hier beim nächsten Video wieder auf diesem Kanal. Bis dahin immer gut Licht, ciao, ciao. Junge, 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 das war eng. Aber eng ist ja, nee, das sagt nichts. Leute, jetzt aber wirklich, wir sind runter vom Gelände. Für heute reicht das. Bis dann.